Jeder ist dabei. Hallo, schön, dass du da bist. Heute rechnen wir mit Tim. Tim ist im Zoo und im Zoo hat er einige interessante Dinge entdeckt. Los geht's! Heute hat Tim im Zoo zwei Eisbären gesehen. Bei den zwei Eisbären waren zwei Eisschollen, eine weiße Eisscholle und eine blaue Eisscholle. Tim fragt sich, wie sich die zwei Eisbären auf zwei Eisschollen aufteilen können. Schauen wir es uns an. Als erstes sieht Tim auf der weißen Eisscholle einen Eisbären. Kannst du Tim sagen, wie viele Eisbären auf der blauen Eisscholle sitzen? Richtig, auf der blauen Eisscholle sitzt ein Eisbär. Die zwei Eisbären haben sich aufgeteilt in einen Eisbär und noch einen Eisbär. Probieren wir das gleich nochmal. Wir haben zwei Eisbären und zwei Eisschollen. Tim sieht auf der weißen Eisscholle zwei Eisbären. Weißt du, wie viele Eisbären auf der blauen Eisscholle sitzen? Super gemacht! Auf der blauen Eisscholle sitzen 0 Eisbären. Die zwei Eisbären haben sich aufgeteilt in zwei Eisbären und 0 Eisbären. Probieren wir das gleich nochmal. Wir haben zwei Eisbären und zwei Eisschollen. Tim sieht, dass auf der weißen Eisscholle 0 Eisbären sitzen. Wie viele Eisbären sitzen auf der blauen Eisscholle? Richtig, auf der blauen Eisscholle sitzen zwei Eisbären. Die zwei Eisbären haben sich aufgeteilt in 0 Eisbären und 2 Eisbären. Toll, du hast Tim heute geholfen. Du hast herausgefunden, wie sich zwei Eisbären auf zwei Eisschollen aufteilen. Danke, dass du Tim im Zoo geholfen hast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.